Es ist ganz entscheidend, dass kleine und mittlere Betriebe genügend Liquidität haben, um ihr Tagesgeschäft durchzuführen. Natürlich ist der Gewinn an erster Stelle, aber es geht natürlich auch um die Hilfen, die wir geben können von Seiten der Europäischen Union. Und hier haben wir das Programm QSME entwickelt, das insgesamt 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung steht. Darüber hinaus ist es gelungen, im Programm Horizon 2020 80 Milliarden zur Verfügung zu stellen. Das ist deutlich mehr wie die 2,2 Milliarden im QSME-Programm. Dieses Geld ist vor allem verfügbar für Ausgaben über 150.000 Euro. 150.000 Euro ist sehr viel und deshalb glaube ich, ist es wichtig, auch für Start-ups dieses Geld in Zukunft zur Verfügung zu stellen.